Mir kommen immer noch die Tränen, wenn ich daran denke. Wir spielten das Stück auf Tournee durch Deutschland und hatten immer diese Beifallsstürme. Die von mir sehr geschätzte Brigitte Grotum, die in diesem Stück die demente Mutter von Chaplin spielte, sagte zu mir: Das ist deine wahrscheinlich beste Theaterrolle. Allerdings hoffe ich, dass es noch weitere tolle Rollen für mich gibt. Aber der Chaplin war ein absolutes Highlight und wird es immer bleiben. Durch Dan Lahar vom Jüdischen Theater Bimar lernte ich das Trio Ohrenschmalz kennen. Diese jungen Leute hatten sich die Musik der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts für ihre Auftritte ausgesucht. Stefan Haberfeld am Piano, Angelika Feckel an der Violine und Julius Hassemer als Sänger betrieben das schon einige Jahre sehr erfolgreich. Dan plante einen Abend über die 20er in Berlin. Er wusste, dass ich mich durch die Arbeit im Theater Die Komödianten gut in der Kabarettszene dieser Zeit auskannte. Also fragte er mich, ob ich gemeinsam mit dem Trio bei ihm etwas auf die Bühne bringen möchte. Das Singen überließ ich mit Freuden Julius, der das hervorragend macht. Ich konnte ja etwas vorlesen. Und zwar aus einem Buch mit Geschichten aus dem alten Berlin, das mir mein Vater vererbt hatte. Unser Programm mit Chansons und humorigen Schnurren kam richtig gut an. Also beschlossen wir, es an einem anderen Ort zu wiederholen. So landeten wir im Berliner Storysalon, dem Keller einer auf Berlin-Bücher spezialisierten Buchhandlung in der Friedrichstraße. Zufälligerweise saß dort Jörg Strombach, der Manager von Oliver Kalkofe, im Publikum. Nach der Vorstellung kam er ganz aufgeregt mit einer Idee zu mir. Ich kannte Jörg schon durch Kalk, wie ihn seine Freunde nennen, und unsere gemeinsame Arbeit an den Bonuskommentaren für die Mit Schirm, Charme und Melone DVD-Kollektion. Dabei gaben wir als Fans Kommentare zu den einzelnen Folgen dieser britischen Geheimagentenserie ab. Wobei klar wurde, ich bin ein Fan und hatte die meisten Folgen gesehen. Olli aber ist besessen und kannte alle, samt den Vornamen der Maskenbildner. Jörg schlug mir vor, dass ich mit dem Trio Ohrenschmalz ein Berlin-Programm gestalte, das in den 20er Jahren beginnt und sich dann bis heute durch die Zeiten arbeitet. Julius würde Lieder und Chansons aus den verschiedenen Jahrzehnten singen und ich lustige Geschichten über Berlin im Wandel der Zeiten lesen. Die Idee fand ich gar nicht schlecht und wir unterbreiteten sie dem Trio. Die Antwort war ernüchternd. Die drei jungen Leute hatten nur Lust auf Musik aus den 20er Jahren. Alles andere interessierte sie nicht.